Hallo Leute, ist wieder euer Jonas der Zorro. In dem letzten Part haben wir gegen Dusel Barcelona gewonnen. Mano. Gewonnen? Ne, wir haben verloren. Das wollte ich sagen. Ich trainiere jetzt unseren Torwart auf Schießen. Ha! Und ich trainiere. Wen trainiere ich noch auf Schießen? Ne, was hier? Muss ich irgendwas noch trainieren? Zweikampf muss ich vielleicht noch Lord trainieren. Defensiv. Chuck. Es ist jetzt Zweikampf besser geworden und der Rest ist egal. Keiner braucht den Rest. So, bestimmt nur weil wir Nubel und nicht Pantelic drin hatten. Nee, Quatsch. Aber warum war das denn jetzt so scheiße? Oh, Nubel ist noch schlechter im Zweikampf als Pantelic. Das ist natürlich gut, dass wir den. Ja, dann habe ich doch ein Argument, warum ich verloren habe. Nee, gut. Wir spielen gegen Dynamo Kiew. Eine ukrainische Mannschaft aus der Ukraine. Und ich habe jetzt Frust. Und dieser Frust muss abgebaut werden. Und deswegen werde ich jetzt so viele Tore wie möglich schießen. Tor. 1-0. So. Ja, mach doch ein zweites. Ist mir egal, ihr schafft das nicht. Also ich mache ein zweites. Wieso sage ich, wer macht das? Ach, egal. Ich will jetzt einfach ganz viele Tore machen. Versucht doch dann Gegentor hier zu machen. Kriegt ihr eh nicht hin. Wie? Das war ich nicht. Das waren die. Die haben den Ball ins Aus geholt. Was war das denn hier? Jetzt wieder die tolle Regel. Diesmal gilt sie allerdings für mich, dass immer wenn ein Einwurf ist, der Ball zu den Gegnern geht. Ja, ich sag's ja. Jetzt geht sie wieder gegen mich. Hallo, ich will viele Tore machen, also lasst mich. Ich will 8 zu 0 gewinnen oder so. Ich will euch richtig in den Boden stampfen. Ich habe soeben gegen Barcelona gespielt, auf Augenhöhe. Oder so. Naja, nicht ganz auf Augenhöhe. Aber genug auf Augenhöhe, um gut gewesen zu sein. So, Lor macht jetzt hier nochmal. Der wird jetzt in diesem Spiel nochmal Torschützenkönig. Der überrundet seinen Kollegen Nubel. Oder so. Naja, mehr wird, doppelt so viel wird er nicht mehr haben, aber. Er wird schon noch ordentlich haben. Schade, ich wollte den so über ihn drüber lupfen. Das wäre, also mit so einem Trick Rainbow Flip, ja, ich weiß nicht, Rainbow Unlimited. Lewandowski hat den mal gezeigt, irgendwann in so einem Video. Was? Der war abseits? Ach ja. Da kann er doch nichts für. Okay, kann er doch. Hey, lass mich dran. Schade. Nicht schlecht geschossen, aber die Distanz war vielleicht mutig, könnte man sagen. Also muss man nicht sagen, aber kann man schon so sehen. Es war jetzt sehr gewagt eigentlich, letztendlich. Nee, ich habe einfach gehofft, dass der Torwart noch nicht richtig im Tor ist, weil er ja so für den Dings Freistoß raus musste. Rauskam, er musste nicht, aber er kam raus halt. Er wollte das irgendwie. Und 2-0 ist nicht die Genugtuung schlechthin, würde ich sagen. Deswegen muss ich noch mal kurz was tun, was ich gerne tun. Genau, ich muss jemanden verletzen hier und dafür Elfmeter halten. Das ist doch viel schöner. Yes. Ich glaube das nicht. Ich habe gerade quasi mit Absicht einen Elfmeter verursacht und hat den einfach so gehalten. Das passiert nicht jedem, also. Na dann. Aber gut, ich habe Anstoß, also pustet euch weg. Ach ja. Abfangtypi. Nur weil meine Fehlpassquote unglaublich hoch ist, heißt das nicht, dass ihr besser seid. Das heißt nur, dass ihr nicht schlecht seid. Was? Das war jetzt aber. Ach ja, zwei Elfmeter. Fickt Wenn die jetzt hier den Anschlusstreffer machen sie eh. Machen sie nicht, okay. Ja, dann halt nicht. Zwei Elfmeter gehalten. Ich würde sagen, wer der Spieler des Spiels ist, ist eindeutig. Aber das wird das Spiel wieder mal anders sehen. Deswegen werde ich einfach alle auswechseln, bis auf unseren Torwart. Oder ich werde einfach unseren Torwart noch ein Elfmeter-Tor schießen lassen oder so. Ich weiß nicht.
Ach ja. Wir müssen nur dazu auch erstmal Elfmeter haben. Also bei denen geht das ja relativ leicht, dass ich denen einen Elfmeter mache, wie wir gesehen haben. Sogar zwei, auch wenn das andere eigentlich kein Elfmeter war. Es war wirklich nur Zweikampf. Und zwar fairer Zweikampf. Das war, der Körperkontakt war da, aber man darf den eigentlich dann doch nicht geben. Also man darf ihn schon geben, aber man sollte es einfach lassen. Und das war jetzt scheiße. Da hätte ich den abschirmen müssen, den Ball, und dann einfach schnell weggeben, bevor der mich umgrätscht. Beziehungsweise bevor er mir den Ball weggrätschen würde. Und dann grätscht er mich einfach stattdessen um. Das ist immer ganz schön anzusehen dann. Und das mache ich jetzt auch. Nein, schade. Das war jetzt ein Zweikampf von dem. Aber gut, den hätte ich auch reinmachen können, theoretisch. Und praktisch will ich jetzt auch endlich noch ein Tor machen. Und ich will, dass unser Torwartspieler des Spiels wird. Koste es, was es wolle. Ich wechsle alle anderen aus. Wie schlecht ist der? Ich glaub das nicht. So, okay. Also, dann, wer hat die Tore geschossen? Law, okay. Dann wechsle ich erstmal Law aus für Sucrier. Wechsle dann Bellinghausen aus für ihn. Und Perovic für Kroos. Und dann können Perovic und das Silber nochmal tauschen. Und ich passe den Ball ins Aus und dann wird erstmal nochmal schön gewechselt. Und ich habe nur zwei Tore gemacht. Das ist nicht 8:0, wie ich mir erhofft hatte, aber egal. Ich hoffe, dass unser Torwartspieler des Spiels wird. Wenn nicht, dann ist das eine Frechheit. Ja. Aber wird er eh nicht. Ich wette, die suchen sich irgendwie so einen, der meine Vorlage geliefert hat. Aber eigentlich ist der Torwartspieler des Spiels. Das blende ich jetzt einfach hier so ein. Nee, kann ich nicht, leider. Aber er müsste es sein. Naja, immerhin zu 0 geworden, das ist ja auch immer schön. Ja, Pantelic, als ob Pantelic der Spieler des Spiels wäre. Das ist unser Torwart, das ist Yashin. Der hat 2 Elfmeter gehalten, hallo, seid ihr irgendwie dumm oder so? Mann. Fuck you. Unser Elfmeter-Experte Yashin. Okay. Ich würde sagen, er ist eigentlich nicht der Experte dafür, aber ich will ihn einfach trotzdem auch mal Tore schenken, weil Torhüter ja meistens nicht die Chance haben, Tore zu machen. Naja. Gut. Okay. Ah, schade. Okay. Ach ja, was soll ich denn auch machen? Naja, ich muss irgendwie nochmal hier kurz an den Ball kommen und dann mal schön nach vorne legen. Das würde ich zumindest gerne. Aber aktuell läuft es noch nicht so. Auch hier mit den Zweikämpfen und mit der Steuerung. Ja, ich kann es letztendlich immer auf die Steuerung schieben, aber die ist auch gerade mal irgendwie heute schlecht veranlagt für sowas. Sie hätten mir schon das Finale versaut und ja, also unter anderem. Schade. Steht immer noch 0-0, das ist natürlich bitter. Aber ich frage mich, wann mein Unentschieden war, was ich angeblich hatte hier. Nein! Ich glaube das nicht. Das nächste Mal laufe ich einfach mit ihm um den Torwart drum. Das muss auch möglich sein.
Vor allem, weil die Abwehrspieler mir noch nicht mal den Ball abnehmen können hier. Also, was war das bitte, hä? Alter, ihr Vögel. Ihr könnt nichts. Seht das ein. Was? Ach du Scheiß, Schiri. Die haben dich doch alle nur bestochen. Langer Ball auf Law. Aber leider ist der zu langsam. Den muss ich in der Geschwindigkeit auch noch trainieren, offenbar. Offenbar. Ach ja. Der wäre fast noch gewesen. Und Tor. Geil. Was ist das denn? Damit bin ich einverstanden. Das kann man schon mal so speichern. Aber das ist einfach ein Zeichen von einer, ein Anzeichen von inkompetenter Abwehr, würde ich sagen. Die restlichen Spieler im Mittelfeld, die scheinen ja sehr stark zu sein, weil die vor allem alle Zweikämpfe gegen mich gewinnen. Aber der Rest der Abwehr sich nennt, hat gerade mal versagt. Und nicht nur gerade mal, das kommt noch mal vor. Das verspreche ich euch. Und wenn nicht, dann nicht, sagte er fest entschlossen. Doch, es wird noch mal vorkommen. Da kann die Abwehr auch noch ein bisschen decken, würde ich sagen. Aber schönes Tor. Hat Law ja quasi selber vorbereitet, oder? Oder nicht? Nee, hat er nicht. Zwar sein Kumpel da, Bellinghausen, der das auf Perovic gespielt hat. Und Perovic dann weit und dann Chuck und dann das. Aber wir wollen noch ein paar mehr schöne Tore haben hier. Noch ein bisschen mehrfaches Kombinationsspiel. Ich würde sagen, wir machen mal Mannschaftsverwaltung, offensiv. Bellinghausen immer noch am Ball. Bellinghausen, 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 Bellinghausen. Rüber zu ihm. Schade. Unnötige Kombination vom gegnerischen Tor. Das nennt man, glaube ich, Tiki-Taka, oder? Obwohl Tiki-Taka ist so ein bisschen immer auf einer Linie, so diagonal quasi hin und her. Was soll das denn? Alter! Alter! Menschies! Habt ihr irgendwie gar nichts zu tun? Ja, das war jetzt Dummheit. Rossi, Signore Rossi sucht das Glück oder so. Nee, Nein! Nein! Schade. Ich will einfach mal so ein richtig cooles Tor schießen, aber das geht leider nicht gegen diese stärkeren Mannschaften aus dieser Liga, sondern einfach nur gegen die anderen. Und ach man, irgendwann umlaufe ich den Torwart auch nochmal und dann mache ich den rein. Aber dazu brauche ich leider einen schnelleren Spieler, der auch besser nochmal in Ballbehauptung ist oder was das ist. Na, Torwart, 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 Torwart. Besser. Ja gut, der hat jetzt das Spiel beendet quasi hiermit. Ich kann natürlich noch das hier machen, dann kriegt der auch nochmal rot. Der kriegt nur gelb, okay, ich würde rot geben. Das wäre zumindest die richtige Entscheidung. Aber damit habe ich den Angriff schön beendet und ja. Haha. Naja. Aber haben wir jetzt nicht gewonnen und kriegen die Trophäe? Ja! Sieg! Nein, wir kriegen die Trophäe nicht, sagen sie. Das ist der Zweitliga-Cup also. Der sieht irgendwie auch nicht so viel anders aus als der Drittliga-Cup. Aber gut.
Ich freue mich schon auf den Erstliga-Cup. 103 Münzen nochmal verdient, naja. Aber jetzt kommen erst nochmal noch die ganzen Erfolge hinzu. Beste Torschütze Law, Tatsache, der hat Nubel überholt mit einem Tor mehr, würde ich sagen. Pantelic hat zwei gelbe Karten gekriegt, rote Karten hat niemand bekommen. Klar, wir werden ein Freundschaftsspiel gegen Chelsea machen, warum nicht? Chelsea London, naja. Aber das heißt ja, dass wir erstmal Spielerkleidung noch bearbeiten dürfen. Das ist doch schön. Weil jetzt kommt, beginnt ja die neue Saison und da brauchen wir ja wieder coole Trikots. Diagonal geteilt stelle ich mir scheiße vor. Wobei, das kann sogar... Na, ich will eigentlich keine 200 Münzen dafür opfern, aber doch, 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 komm, machen wir. Wie sieht das denn aus? Ja, doch, kann man tragen. Okay. Und Füße, wie mache ich die? So oder eher doch so dann? Na gut, das Auswärtstrikot ändere ich eh noch, aber soll so unser Heimdress dann aussehen, der neue? Vielleicht müssen wir das dann doch nochmal ein bisschen mehr in die Richtung machen. Also das muss auf jeden Fall noch hier geändert werden. Da machen wir dann einfach ein... hellorangenes mit... ja, mit so hellgrünen Seiten. Sollen dann so unsere neuen Trikots sein? Irgendwie Einspruch oder? Ich weiß nicht, mir gefällt einfach die erste Farbe noch nicht ganz so. Oder vielleicht doch die zweite Farbe. Wir dann doch noch mal ein bisschen heller machen sollten, so weinrot eher. Okay, jetzt haben wir es gleich. Achtung, Achtung, Achtung. Zack. So sieht das eine dann aus, so sieht das andere aus. Ich finde, letztendlich geht das wohl. Also für eine Saison in der ersten Liga kann man das wohl machen. Also akzeptieren wir das. Und ja, weil der Part einfach mal noch ein bisschen länger sein soll als die normalen Player, wir sowieso noch keine neuen Spieler hier irgendwie haben. Und ja, würde ich sagen, wir spielen noch das Freundschaftsspiel und weihen unsere neuen Trikots gegen Chelsea ein. Dann können wir so ein bisschen auf das Niveau kommen, obwohl die in der Elite-Liga spielen und nicht in der ersten, also trotzdem. Unsere neuen Trikots sind bestimmt hier, ja doch, die haben was. In gewisser Weise. Aber in gewisser Weise sind sie auch scheiße. Also, es ist halt immer so eine Sache.
Wo ist überhaupt unser Stürmer? Ich sehe den gerade gar nicht. Also Pantelic ist zwar streng genommen auch ein Stürmer. Wobei man auch sagen kann, er ist streng genommen ein Abwehrspieler, aber das ist halt immer genau, wie streng man das nimmt. nicht Abwehrspieler, sondern Abwehrspieler kann man dann doch nicht sagen, aber streng genommen ein offensiver Mittelfeldspieler. Aber naja, gut. Eigentlich ist er ein Stürmer, aber wir haben ihn halt hier im offensiven Mittelfeld drin, beziehungsweise als hängende Spitze hinter der eigentlichen Spitze. So Messi-like. Ja, jetzt würde ich aber gerne nochmal ein Tor schießen hier selbst und nicht die eins schießen lassen. Und ich weiß überhaupt nicht, warum ich mit meinem Mannschaftskapitän die ganze Zeit denen nachlaufe. Das sehe ich hier nicht mehr ein. Weil meine Leute kein... Was? Anelka, ach ja. Okay. Das lag nur daran, dass ich nicht Anstoß hatte, deswegen werde ich jetzt nochmal Anstoß. Also diese Trikots sind vielleicht jetzt nicht so cool wie die letzten, aber das ist halt jetzt, wir haben jetzt so einen scheiß neuen Designer und nee, ich weiß nicht. Es ist halt so, man kann nicht immer nur coole Trikots haben, sonst ist ja auch gar keine Steigerung mehr da. Irgendwann. Ne? Was? Hallo? Hier vielleicht mal. Aber das Problem ist, dass immer wenn man Trikots ändert, dass auch die Spieler ihre Schuhfarbe ändern. Das mag ich nicht. Gut, Perovic. Was? Halftime? Nein, kann doch gar nicht. Ja, aber vielleicht sollten wir doch lieber ähnliche Farben nehmen für den Farbverlauf. Und das sind jetzt hier nur kurz so, Sponsor-Trikots, sag ich mal. Weiß nicht. Aber wann soll ich die anderen machen? Im nächsten Part, ich vergesse das doch bestimmt wieder. Obwohl, die hier sind so scheiße. Da komme ich schon noch mal drauf, also. Was? Nein, nein, das wollte ich nicht. Sorry. Es ist nicht, Mitternacht, das kann gar nicht. Also danach noch eigentlich eher. Es kann gar nicht 24 nach Mitternacht sein. Nee, ich nehme das einfach jetzt auf, weil es jetzt alles schön dunkel ist. Ist ja klar. Und da kann man das hier am besten aufnehmen. Genau, nee, weil ich freies, also langes Wochenende habe. Und genau. Ich fand, das konnte man gut dazu nutzen, dass man hier Aufnahmen macht. Die sind so schlecht. Offenbar geht's einfach nicht. Sie kriegen es nicht gebacken, das ist ja streng genommen ihr eigenes Problem. Aber ich habe aktuell eher das Problem, weil ich leider kein Tor reinkriege. Genau wie die eigentlich gerade auch, aber ja, bei mir ist es halt wichtiger, eins zu schießen, wenn ich gewinnen will. Ich will gewinnen, ich will immer gewinnen, ich will alle Spiele gewinnen. Außer dieses eine Scheißspiel da, das war ja auch unverdient. Irgendwie, ne? Ihr merkt schon, aus mir spricht der Fußballer schlechthin. Die Gegner, wenn die gewinnen, dann war es unverdient. Gut. Ach ja. Ganz ehrlich, jetzt. Aber dann klappt die Steuerung auch wieder nicht. Was ist das denn? Das kotzt mich an. That, makes me break oder so. Das bringt mich zum Brechen. Nein. Ich weiß auch nicht, warum man Sachen nochmal auf Englisch sagt. Wahrscheinlich, weil sie dann irgendwie nochmal schlauer oder so klingen. Oder damit es einfach die internationalen Leute auch mal verstehen. Nein! 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 Ach ja! Jetzt wäre es länger gegangen, ich hätte bestimmt noch einen gemacht. Ganz sicher. Ist es Anelka raus oder warum ist jetzt hier. Okay, wir sind in Liga Dings. Falcao haben die. Gray.
Unsere Leute lieben uns, okay. Jedenfalls wird es jetzt besonders schwierig. Fanzustimmung nur 99%, okay, das ist aber seltsam. Wir wollen keinen Spieler freigeben, wir wollen gucken. Ablösefrei, wer ist das? Obua, linkes Mittelfeld, 62. Ja, steht jetzt bei mir unter Vertrag, mal schauen, was der kann. Obua. Verglichen mit das Silva. Der kann auch eher so schießen. Verglichen mit Pirovic ist er schlechter. Verglichen mit Billinghausen ist er auch schlechter. Verglichen mit Kruse ist er besser. Heißt, der kommt statt Kruse rein, weil Kruse ist scheiße. Genau. Und Maluda kriegt sie irgendwie auch nicht hin. Muss, glaube ich, doch noch mal ein paar Leute freigeben. Aber naja. Wie lange geht der Part jetzt schon? Ach, 26, dann können wir noch ein bisschen länger machen. Dann können wir mal hier Training machen. Ich schätze, die Saisonziele sind irgendwie, erreichen mindestens den sechsten Platz oder irgendwie sowas. Und dann, naja. Hallo. Nein. Naja, meinetwegen. Yay, da klatschen sie sich ab. Was? Hallo. Ab. Okay. Sehr gut. Unser Spieler muss hier immer einsatzbereit sein und immer Fallrückzieher machen können. Gut. Aber leider machen die sonst nie Fallrückzieher, deswegen. Beziehungsweise, na gut, sonst hat man auch nicht die Situation hier, dass einer eben. Also, wenn man Anstoß hat, dann steht ja da noch nicht direkt der Stürmer von einem, also. Es ist natürlich dann schon eine Situation, die selten vorkommt hier. Aber wenn sie vorkäme, würde man leicht Tore machen können. Das stimmt schon so. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, wo ist denn unser Typi? Lo, hallo. Torfurgero. Das war jetzt auch falsch. So, Chuck. Und den soll er jetzt direkt machen. Interessanter Seitfalls hier, aber gut. Ja, gut. Ich würde sagen, dann war es das soweit. Und, ja, ciao. Bis zum nächsten Part. Euer Loner. Schade. Nochmal kurz. Ciao. Bis zum nächsten Part. Euer Loner Zoro. Nicht, sondern jetzt nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das muss doch möglich sein gegen diesen dummen Torwart, der zwar ein bisschen... Ja komm, das ist zu leicht. Was? Ja, das ist jetzt Torwartblödheit. Nein, ich will es immer cool machen und dann lasse ich mir zu viel Zeit und dann... Aber weißt du was? Das war jetzt seine eigene Blödheit und den habe ich jetzt cool reingemacht. Und noch ein letztes Mal. Fallrückzieher. Okay. Dann würde ich sagen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Lorna 2 Zorro. Ciao.